Dann haben Sie noch eine besondere Erinnerung an einen Tag, der in gewisser Weise auch in die deutsche Geschichte eingegangen ist. 9. November 1938, da haben Sie gerade so zu Hause eine ganz besondere Sache erlebt. Wie hat sich das denn Ja. zugetragen? Ich hatte eigentlich eine Jugendzeit, man kann sie überschreiben mit Jugendzeit zwischen Christuskreuz und Hakenkreuz. Zu Hause das Christuskreuz, morgens beten, mittags beten, abends beten, Kirche gehen und in der Schule oder im Jungvolk das Hakenkreuz. Und meine Eltern haben viel mit Juden gearbeitet. Wenn bei uns ein Kälbchen auf die Welt kam, wer bekam es? Der Jud bekam das Kälbchen. Aber auch daher, weil eben meine Eltern ein gutes Verhältnis zum Juden hatten. Ich kann mich also noch gut erinnern, wie der Jud gesagt hat, meine Mutter hat es Apollonia geheißen, wie er gesagt hat, Ebbel, nur Ebbel, brauchst du Käschmalz heute? Dann hat meine Mutter gesagt, ich bräuchte ihn, aber ich habe kein Geld. Und dann hat er gesagt, ich stell dir einmal hin, zahlst, wenn du kannst. Dein Bube braucht was zum Beißen. So haben die Eltern immer mit der, wenn sie ein Kälbchen zu verkaufen hatten, dann war das, dann immer mit den Juden gehandelt. Nicht nur mit dem Väter, auch mit anderen Sachen. Und in der Schule oder im Jungvolk war ich ja schon eingeweiht über das, was die Juden eigentlich mit den Deutschen gemacht haben. Dass das schlechte Menschen sind oder dass die Ausbeuter sind, dass sie Faulenzer sind und so weiter und so weiter. Und wir sind aufgefordert worden, zu Hause hinzuwirken, dass eben die Eltern mit den Juden keine Geschäfte mehr machen. Wie das in den großen Städten auch war, so ist das bei uns gemacht worden. Wir sollten darauf hin wirken, dass die Eltern mit den Juden keine Geschäfte mehr machen. Und dann kam dann, wie gesagt, in dieser Nacht, morgens war es, ich habe mit meinem Bruder in einer Kammer neben der Küche geschlafen, da habe ich die Stimme gehört und bin ich dann plötzlich hellwach geworden, habe gedacht, was ist denn da los? Und dann habe ich gehört, dass das der Jud ist. Und der Jud wollte über die Grenze. Und dann hat mein Vater gesagt, er soll da bleiben, bis halt oben, da oben bringt er ihn lieber. Und mein Vater war Waldarbeiter, der hat ja gewusst, wo die deutschen Zöllner, die mussten immer von unten durchs Dorf rauf, der hat gewusst, wo sie um welche Zeit stehen. Es war also für diesen Mann kein Problem, ihn über die Grenze zu bringen. Der hat auch gewusst, wie sie laufen und wann sie laufen und so weiter. Und oben hat er ihn über. Und wie er heimgekommen ist, ich habe natürlich immer die Lauscher gestellt, habe immer gehört, was passiert da. Nicht? Ich war dauernd ich habe dauernd Gewissensbisse gehabt. Was magst du jetzt? Habe ich gehört und das sehe ich auch heute noch, wie die Mutter ihn fragt, meinst du, dass sich niemand gesehen hat? Und dann hat er gesagt, du brauchst keine Angst zu haben. Und dann ist so ein Lächeln über die Mutter ihr Gesicht gegangen. Nicht? Und das hat mich natürlich auch wieder gefuchst. Als deutscher Pimpf muss man sich sowas anhören. Das war, wie gesagt, Christuskreuz und Hakenkreuz und das Judentum. Wenn Sie das nochmal zusammenfassen könnten, also wie da Ihre Gefühlslage war, dass man auch verstehen kann, was Ihre Eltern gemacht haben, was Sie dabei gedacht haben. Ja. Wie würden Sie das beschreiben? Ich sage das jetzt Ja. ganz ehrlich sage ich das. Ich habe mir seinerzeit gewünscht, nicht der Sohn dieser Eltern zu sein. Das war doch viel. Gerade wegen der Einstellung der Eltern zum Nationalsozialismus.